So, hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Ich habe mich jetzt auch noch entschieden, noch eine Folge zu machen vor der Horde mit der Bank. Wie groß das Gebäude ist, weiß ich es nicht. Ich habe noch zwei, drei andere Punkte hier. Fischerhütte wäre jetzt noch irgendwie in der Nähe. Botaniker, Kontrollpunkt. Die Werft, das hört sich aber alles ein bisschen riesig an. Wir machen jetzt einfach mal die Bank. Was gibt's denn in der Bank? Den Jäger, was macht der Bank? Das hab ich mal, was macht der Jäger? Was macht der Bank? Genau. Der Bank, der steht da so rum. Weiß ich nicht. Habe ich nicht aufgeschrieben. Ist aber auch nicht so schlimm. Als erstes versuchen wir mal von den Banditen da die Pillen zu klauen. Die er hier wahrscheinlich im Krankenwagen hat. Tatsache. Okay, man hat den jetzt besser beigebracht, dann doch auf den Spieler zu gehen, statt auf das Fahrzeug. Das ist nicht cool, Junge. Schnitzer, 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 stark, schneller. Dann kann er ja nichts. Yes. Hat geklappt. So, die halten wieder ein bisschen weniger aus. Also in der Mine, das war in der letzten Folge schon ein bisschen krass, was sie da eingesteckt haben. Die ganz schön lange auf die einschlagen. Also nicht zu empfehlen, recht früh im Game in die Mine zu laufen. So, die Bank. Müsste ich doch eigentlich erkennen, die Bank, oder? Riesengebäude, dieser Platz vielleicht. Die Trend geht nicht aus dem Weg, sollen wir rings rumfahren. Da ist noch ein Krankenwagen und ein paar Automaten, nehmen wir die doch mit. Die habe ich wohl schon mal mitgenommen. Echt? Ich war hier schon mal. Doch, ich bin doch hier mal durchgefahren. Na, dann später in der Aufnahme gesehen, dass ich doch ganz viele Bankautomaten übersehen habe. Dann habe ich wahrscheinlich auch das Fahrzeug schon gelootet. Den Krankenwagen. Falsch. Tja, erstmal ein bisschen angekogelt und dann weggeklopft. So, ich habe mir das jetzt aber nur als Marke auf der Karte, auf so einer kleinen Karte habe ich mir das markiert, aber nicht die Koordinaten aufgeschrieben. Aber ja, das muss irgendwo hier schon gewesen sein. Dann wohl da. Dieser Klotz mit den runden Bögen vielleicht. Auf geht's, schon 20 Uhr. Wird eine kurze Folge. Macht aber nichts. Ja, hier. Genau, und das waren die Automaten. Hier Automaten, da Automaten. Bin einfach vorbeigefahren. Nicht gecheckt. Was zu snacken gibt es auch noch hier. Schön. Schon ein bisschen magerer Ausflug. Gut, wir sind recht spät losgekommen. In der letzten Folge. Aber jetzt, wo ich so ein Bike habe mit so vielen großen Taschen, finde ich nichts. Wer hat denn hier das erste schon rausgenommen? Keine Ahnung. War ich vielleicht selber. Ah, da hätte ich doch die Bankautomaten gesehen. Keine Ahnung. Seltsam.
Abreißen. Und werden die nicht weiß? Die gehören zur Bank? Die gehen nicht weg. Probieren wir die drüben mal. Kann man nicht ganz hoch sein im Kopf. Probier's mal. Hä? Hat man das abgeschafft? Bin gerade verwirrt. Man hat ja sogar dann noch geschrieben, hey, du bist an Bankautomaten vorbeigefahren. Ja, das war auch richtig so. Das ist nicht der Plan gewesen. Kann ich nicht mehr abreißen. Hier wird's noch weiß und zerstören. Finden, rausnehmen und dann zerstören, ja. Das ist ja blöd. Da freut man sich über die Automaten. Ärgert sich im Prinzip schon, dass man das letzte Mal hat stehen lassen. Und dann düst. So, hier, Bank. Kann man Goldbarren kaufen für 52 Won, okay. Heftig. Da drüben ist auch ein Händler. Da will ich erstmal da schauen, was das so gibt. Dann gehen wir natürlich mal in die Bank rein. Vielleicht gibt es da. Hier ist auch Automat. Der geht auch nicht. Ist das ein Bug oder hat man das abgeschafft? Soll das? So, hier gibt es ein bisschen was zu essen. Ja, nichts, was ich jetzt unbedingt mitnehmen muss. Ist ja voll bescheuert mit dem Automaten. Schade. Okay, dann gehen wir halt mal in die Bank rein. Die Zeit ist begrenzt. Boah, total Schaden. Mist, muss jetzt laufen. Hello? Habt ihr noch offen? Falsche Teil in der Hand. Dass ich mit dem Schraubenschlüssel aber auch nicht zuschlagen will, oder? Das wird doch voll funktionieren. Voll eins überziehen im Teil. Kritischer Schaden scheinbar. Die ist ja direkt gestorben. Schauen wir doch mal, was ihr hier so habt. So, wie lange wird man denn brauchen, um nach Hause zu fahren? Jetzt, wenn ich ja 23 Uhr Lust fahre, müsste das lang, oder? So, hier waren One drin und hier nix. Bank ist aktuell mager. Ui, Waffenschrank. Nen Ring. Bankangestellte hat es gehört. Ja, die haben es gehört. Ja? Ist das eine Horde? Nee, ne? Nee, die wollen zu dem. Die wollen zu dem Schrank und gucken, wer dran war. Steh auf, steh auf, steh auf. Ich muss das mit denen hier jagen. Der ruft nämlich richtiges Gesindel. Ja, ist ja wieder gut. Immer schön im Wechsel, ne? Ja, da war auf jeden Fall ein Ring drin. Das war, glaube ich, so aus ihrer Meinung, ne? Ausweichrate, Haltbarkeitsverringerung. Ich habe die Droprate. Droprate von Müll oder Ausweichrate? Ausweichrate wäre wahrscheinlich das Clevere, ne? Oh, hier ist schon das Buch, oder? Die Pfadfinderregel, okay.
Hab mir so ein bisschen notiert, wo das zu finden ist, also in welchem Gebäude, wo auf der Map. Auch wie das dann so heißt, aber jetzt, was es direkt macht, muss man noch mal gucken, was ich jetzt überhaupt mitgenommen habe. Ist ja auch nicht so schlimm, weil früher oder später hätte ich einfach gern alle Bücher. Aufnahme nochmal gecheckt, das war irgendwie seltsam. So, weiter, 21 Uhr. Die Bank dürfte aber ja keinen zweiten Stock haben, das ist also machbar, ne? Schon am Sprengen, so schnell. Und dann bekomme ich ihn nicht tot vorm Sprengen. Da war vielleicht wieder kritischer Schaden oder sowas dabei. Jetzt habt ihr Müll, nix. Den Gummi. Aha. Reparaturkit. Leider kein gescheiter Aufsatz oder so drin in dem Schrank. Schade. Da sind die Arme einfach nur so weggeflogen. Was ist denn hier? Einfach mal gar nichts. Okay. Dich hätte ich fast übersehen. Du hast so die Farbe gehabt von dem Tresen da. Ja, das ist so, wenn man länger an der Bank schafft, dann nimmt man die Farbe der Bank an. War ein Buch dabei, okay. Müssen da noch schauen. Doch eine zweite Tasche. Das zweite Etage, das sieht aus wie 5. Neue Marete. Vielleicht ist das nicht unbedingt für mich. Schnell weg hier. Zu langsam. Dann schaffen wir die Bank vielleicht schon doch nicht. Alter. Da liegt immer noch. Wie geil. Also aus den drei Schränken ist nicht unbedingt was Erwähnenswertes. Die Bilder können wir noch mitnehmen und unsere Base ein bisschen verschönern. Aber die bleiben da. Kann man nicht mitnehmen. Schade. Das hat sie gehört. Da war ein Weißer. Der hat mich aber nicht gesehen. Glück gehabt. Jede Menge von diesen Regalen, okay. Zwar ist nichts drin, wo man sagt, okay, der Ausflug hier lohnt sich deswegen. So, den treffe ich immer so schwer. Mit der Machete. Einfach mal den Bogen nutzen. Hallo? Hinter der Tür versteckt. Am Gift gestorben. Wie geil. Oh, Bus noch aufheben. Noch nicht gehört. War zu weit weg oder was? Ist ja ein Ding.
Einmal her, einmal da. Jede Menge Schränke, wenn irgendwas Wichtiges drin ist, dann sage ich euch das. Das war es alles. Nichts so. Klar, man braucht natürlich alles. Klar. Eine Kiste voller Kunststoff zu Hause haben ist schon okay. Aufzug, geht er noch? Kein Strom, schade. Hey, Waffenschrank. Wieder ein Ring. Sah jetzt auf dem ersten Blick nicht so gut aus. Ja, ich war an eurem Waffenschrank, tut mir leid. Was jetzt? Ernsthaft? Inventar voll. Ach du Schreck, ich muss runter zum Bike. Gucken, ob da was reinpasst. Okay. Waffenschrank hat er jetzt so. Da war es schon voll. Aha. Bevor ich den nochmal aufmachen muss, mache ich das jetzt mal so. Der Ring hat kritische Chance. Chance auf Immun gegen Taumeln, wenn Schaden genommen wird. Ja, mein neuer Ring, ne? Nur, dass ich hier jetzt die Kühlungsspule drin habe. Gegen Taumeln, das ist immer das Problem. Boah, eine Spulenbox. Ja, da bekomme ich wohl das Bike doch noch voll. Na, schau es mal rein. Vielleicht ist auch gar nichts drin. Uiuiui. Fünf Spulen. Halleluja. Okay, ich muss runter. Wo ist jetzt alles drin? Den Schrank hatte ich schon, oder? Kann ich da drüber? Geht schlecht aus. Doch, geht. Aufbewahren. Schauen wir doch mal, ob irgendwas doppelt und dreifach ist. Sieht schlecht aus, ne? Also jetzt nichts, wo schon mehrere Stacks sind. Schade. Und da habe ich ja den ganzen Ramsch rein. Das war jetzt nicht so richtig viel frei geworden, ein bisschen, ne? Das reicht bestimmt, um das noch fertig zu machen hier. Spiel gespeichert. Kann das sein, dass ihr ein bisschen zu schnell nachspawnt? So, mal reden, mal reparieren. Die Tagesrate wird wahrscheinlich auch gleich kommen. Hier das Eisenrüstung mal reparieren, die ist kurz vor durch. Dann geht's wieder hoch, ne? Die Spulen noch holen. Hier, Treppenhaus. Okay, ich mach mal ein bisschen mit System. Check das sonst da nicht. Aufheben. So, jetzt hinten die Spulen rausholen aus der Box. Ist ja mal eine lukrative Kiste. Fünf Stück. Voll geil. Hier lang. Ja, ist mein erster Tag heute hier bei der Bank. Noch leichte, Orientierungsprobleme. Drei Bücher. Okay. Und hier hinten merkt es nicht. Ach, wegen den Büchern schon wieder voll. Kaputt. Jetzt bin ich wieder dran. Okay, danke. Okay, probier es erstmal hier mit den Regalen, ob ich noch reinpassen. Das passt, passt, passt. Alles schick. Bücherregal habe ich komplett. Deswegen, dass da noch was zurückgeblieben ist. Das passt auch. Das heißt, es ist nur dieses Ding da im Mülleimer. Ist ja nicht so schlimm. Pfeile. Einen einzelnen Pfeil im Stack. Wo ich das welche herstelle, schmeiße ich doch den einen Pfeil weg. Und nehme die Ziegel noch mit. Zwei Ziegel, das ist doch nice.
So, da unten hat es noch jetzt ein bisschen Krach gehört. Im Endeffekt ist die Tagesrot oder was da. Ich hoffe nur, dass wenn ich jetzt hier zu habe. Spring doch mal. Lass ja nicht in meinem Bike rummachen. Das war vielleicht aber auch ein taktischer Fehler, ne? Kann ich sich alle versammeln. Hat alles reingepasst. Ein bisschen Geld, Sprit und so. Ich wäre gerne unten in dem großen Raum. Das war's mit großer Raum. Jetzt hängt er wieder an der Tür fest. Komm hier vorbei, ey. Alter. Rennt doch jetzt vorbei. Okay, die wollten unbedingt die Tür. So, jetzt. Ich möchte hier nicht drauf gehen. Irgendwo ist der Assassine noch. Ich denke nicht, dass er gestorben ist. Ich habe ihn zumindest nicht gehört. Gesehen. Oder war er doch hier dabei? Ich denke nicht. Hat er jetzt alles, ne? Ich würde sagen, ich hatte alles. Inventar ist rappelvoll. Wie ist das mit den Automaten nochmal? Das ist doch nicht normal. Hat man vielleicht abgeschafft, dass man die zerlegen kann. Ja, es ist auch blöd, wenn ich von der Tagesordnung noch ein, zwei Leben habe, die mich dann irgendwie blöd wieder überraschen. Ich gucke jetzt nach hier. Besonders der, wenn der mich schon überrascht irgendwo mit seinen Pfeilen. Ja. Das macht nichts, dass er mich schlägt. Das ist okay. Jetzt kann ich auch mal kurz gucken. Ich will nichts übersehen, was vergessen oder so. Das ist voll blöd. Ganz kurz nochmal geguckt. Der Raum echt so groß. Mhm. Hat irgendwie von der Raumtiefe her nicht gepasst. Ja, es ist nicht unbedingt das Loot, aber gut, eine Handvoll Schießpulver war dabei, die ich jetzt mal rausgezogen habe. Man könnte zumindest rein theoretisch Munition herstellen. Jetzt verschwinden wir hier. Schau nicht mal. Hat nicht geklappt, wollte durchspringen. So, dann machen wir doch jetzt nochmal einen kleinen Kassensturz. Moment, machen wir vielleicht ein Bike. Habe ich auch was reingetan. Ja gut, nur Müll. Das ist egal. Okay, da kann ich mich ja reinstellen. Und höre ich und sehe, wenn jemand kommt. So, also das hat man aus der Mine geholt, diese zwei Trophäen, diese komischen Köpfe. Hier ist nochmal ein Kopf Hausfrau-Trophäe. Jetzt weiß man auch, wie die alle heißen. Laut dem Entwickler zumindest. Büroarbeiter-Trophäe, okay. Das Bankbuch, deswegen sind wir hier, okay. Zombiejäger. Ja, endlich. Mehr Schaden an Zombies, gleich zweimal. Aha. Junge Klinge habe ich schon und das hier, Anfängerkrieger, habe ich mit Sicherheit auch schon. Aber zwei geile Bücher, wir haben das Kühlwasser gefunden, das ist ja mega erfolgreich. Wie sieht's hier so aus? Ist noch ein bisschen was rumgekommen? Meine Machete, Ausdauer, Gift, Explosion, die hat mehr Schaden. Mehr Schaden und Kaltverstärkung. Ja, hört sich auch nicht schlecht an, oder? Und ansonsten eine Gasmaske, die nichts kann, Ringe, die... Ja, der eine Ring hier, genau. Chance gegen Taumeln. Dran denken, den rüste ich aus, dann muss ich halt auf die Droprate verzichten, aber ich müsste weniger immer mich umwerfen lassen, das wäre doch schon mal was, oder?
So, wie sieht's denn aus? Wo ist meine Base? Ich habe keinen Marker. Die ist irgendwo hier, am Ende der Welt. Oh wei. Auf geht's. Spritverbrauch sieht ganz gut aus. Über Hälfte Tank, also wir kommen auch nach Hause. Da das Ding so ein bisschen träger ist gegenüber dieser Cross, lässt sich das aber auch ein bisschen einfacher steuern. Also das hat eine ganz... hat ein bisschen friedlichere Lenkung. Oh, das schöne Fass. Mach die Karte wieder zu. Okay, dann schauen wir nochmal, wie geländetauglich es noch ist, ne? Ob das richtig die Berge hochkommt. Ob es so einen Wolf umfahren kann. Der stirbt auf jeden Fall nicht dabei. Ja, das Ding ist auch viel schneller. So geil. Ich war erst ein bisschen skeptisch wegen diesem Klopper. Ich würde mir ja privat sowas eher nicht holen. Müsste doch ein bisschen sportlicher sein. Das hatte ich halt einfach befürchtet, dass es halt unsportlich ist und an jedem Kiesel hängen bleibt. Oh wei, oh wei. Ich wollte auch noch mal auf die Karte gucken, ob ich irgendwie wirklich gescheit fahre. Ja, ich wollte auf die Karte gucken. Genau deswegen. Dass man hier ins Wasser springt. Boah, was tat weh. So, ja gut, es wird wohl jetzt nicht mehr viel passieren, schätze ich mal. Falls doch, reiche ich das noch. Ansonsten würde ich vorschlagen, ist die Folge für heute beendet. Einfach eine kleine Zusatzfolge mit der Bank. Das ist immer wieder zeitlich bis im Raster, dass am Montag die Hordennacht kommen kann. Also einfach dabei sein, mir die Daumen drücken, dass es gut läuft. Vielleicht hat es dann Zeit für einen größeren Ausflug. Wir haben jetzt das Kühlwasser gefunden für den für das nächste Fahrzeug. Das ist natürlich mega. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Also, hör auf mit Labern jetzt und... Okay, es gibt noch einen Wolf. Zieh da auf! Das war jetzt gar nichts. So. Ach, der passt nicht mehr rein. Lass ihn liegen. Das wäre Verschwendung. Noch ein Wolf. War ich weiter? Nee, ich wollte die Abmoderation. Nein, ich wollte noch absteigen. Mal auf Pause drücken. Ja, Aufnahme beenden auf dem Bike ist doch blöd. Wo ist jetzt der Wolf? Okay, liken und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns zur Hordennacht. Ciao Leute!